Und wir wollen weiterreden über den Wettbewerb der Berlinale. Also zwei Filme hat sich ja Marc Waschke, unser Gastkritiker, angesehen. Wir reden natürlich auch über den Film, den wir ja gerade im Interview vorgestellt haben. Aber das später jetzt soll es gehen um den neuen Film von Peter Greenaway. Und das allein ist ja schon irgendwie eine Sensation. Jemand, der in den 80ern Kult war, wahnsinnig merkwürdige, sehr konstruierte, sehr artifizielle Filme gemacht hat, kehrt jetzt zurück in den Wettbewerb, kommt also überhaupt wieder nach Berlin mit seinem neuen Film Eisenstein in Guanajuato. Eine historische Geschichte, auch dies führt uns aber nicht ganz so weit zurück. Wir sind also so in den 30er Jahren. Eisenstein ist ein Superstar, ist ein Weltstar, ist total berühmt, hat ja schon sehr jung seine drei Meisterwerke geschaffen, ist ein Staatskünstler, fährt jetzt nach Mexiko, um einen neuen Film zu drehen, Marc. Man erwartet natürlich von Peter Greenaway jetzt kein würdevoll ausgestattetes, behäbig erzähltes Biopic, aber was man da bekommt, das hat auch, ich denke mir, bei ihm selbst und für uns selbst wiederum einige Erwartungen unterlaufen. Wie ging es dir erstmal so grundsätzlich mit dieser rasanten Fahrt? Peter Greenaway, ich meine, erstmal so grundsätzlich habe ich auch gemerkt, so als Kritiker sitze drin und wünscht ja eigentlich sonst ja als Macher von einem Kritiker, dass er sich so frei macht von seiner Voreingenommenheit. Und gerade bei Peter Greenaway gehen mir schon so ein paar Glocken an. Die eine hat die Farbe und die andere hat die Farbe so. Und die haben aber eher mit Filmen zu tun, die ganz lange zurückliegen. Und die auch sehr intelligent konstruiert waren, so die ganz frühen gerade. Kontrakt des Zeichners zum Beispiel. So aufgeladen mit Symbolik und Querverweisen. Und da war dann die Erwartungshaltung schon sehr groß, so bei Eisenstein, den ich einfach so wahnsinnig wichtig und inspirierend und toll finde. Und dann kommt so was ganz anderes. Ja. Aber wir sollten Leuten vielleicht doch schon erklären, erstmal, was da so passiert. Also er fährt dahin, er hat offenbar eine ganze Menge Geld, hat auch Sponsoren gefunden, er soll ja eigentlich einen Film drehen. Aber das ist im Grunde genommen ja nur die Nebengeschichte, weil richtig bei der Arbeit sieht man ihn ja eigentlich nie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, ich habe dann auch nochmal ganz blöd recherchiert hinterher und Wikipedia herumgeguckt. Er hat ja eigentlich da wirklich ganz, ganz viel gefilmt in der Zeit. Und hatte sonst, glaube ich, dann also so viel gefilmt, dass er wahrscheinlich kaum Zeit für was anderes hat. Hier jetzt bei dem Greenaway-Film war es genau andersrum. Da sieht man ihn nie beim Film, man sieht ihn auch nie beim Lesen der vielen, vielen, vielen Bücher, die er mitgeschleppt hat, sondern man sieht ihn eigentlich nur mit seinem persönlichen Guide, mit seinem Führer, was immer auf Deutsch ganz komisch klingt, mit dem er da rumläuft und von dem er fasziniert ist, den er bewundert und den er auch auf eine Weise begehrt irgendwann. Und Eisenstein selber wird als, naja, mindestens impotent dargestellt. Der hat aber auch überhaupt keine Probleme am Anfang, jedenfalls sich nackt zu zeigen. Also ist begeistert von der Dusche, das kennt er alles aus Moskau nicht und schaut so auf sein Geschlecht runter und sagt den schönen Satz sinngemäß, dadurch, dass bei dir hier nicht alles so richtig läuft, kann ich das alles kompensieren und mach deswegen so tolle Filme. Und dieser Guide, der bringt ihn dann zu der kleinen persönlichen Oktoberrevolution. Das hast du schön gesagt. Also es ist eigentlich eher die Geschichte des Coming-outs von Eisenstein. Dass er schwul war, das ist in der Sowjetunion uns ja nie gesagt worden. Er ist der absolute Staatskünstler, der Mythos der Filmgeschichte dort. Also das wird ja schon sehr direkt erzählt von zwei, wie ich finde, absolut mutigen Schauspielern. Also die zeigen das wirklich, sodass ich manchmal dachte, also man muss was auch drauf haben, also auch pornografische Szenen so zu spielen. Elmar Beck ist der Eisenstein und Luis Alberti, das ist also eben der, der ihn entjungfert. So muss man es ja ganz klar sagen. Also wie als Schauspieler, wenn man sich das anschaut, also auf der Bühne passiert ja heute auch viel. Also das ist ziemlich tabulos. Aber das war schon ziemlich heftig, fand ich, für einen Film. Ja, also absolut. Bewunderung, Respekt und Neid. Also sowohl auf die körperliche Ausstattung des Führers, als auch... Das war wirklich erstaunlich. Als auch auf das, wie das gemacht wurde, weil wenn da digitale Technik am Start war, und die war an vielen, vielen Stellen im Film am Start, dort war sie nicht zu sehen. Deswegen fragt man sich natürlich schon, wie ist der Mann gecastet worden? Was hat er vorspielen müssen? Oder wie hat sich das dann angefühlt? Nein, ein Ernstes, ich fand das auch eine der eindrucksvollsten Szenen, wo diese Flasche mit dem Olivenöl, ohne jetzt zu viel zu verraten, mitgenommen haben aus dem Restaurant und nach oben gingen und er ihn dann in dem, wie er selber sagt, Initiationsritus einführt. Und das war auch angenehm klar und einfach körperlich und hatte nichts von dieser Bilderflut, die da sonst am Start war und war berührend, fand ich eine sehr berührende Szene. Also Sie nehmen das Öl nicht mit für den Salat, das kann man schon mal verraten, also das spielt da keine Rolle. Ich fand das auch sehr schön, weil es erzählt ja etwas über Eisenstein, nämlich das Coming-out ist ja auch noch viel mehr, es ist eine Selbstfindung der eigenen Körperlichkeit, die Buntheit, der Todeskult in Mexiko, das alles öffnet ihn, macht ihn sehr frei in seiner Hysterie, am Anfang ist er kaum auszuhalten. Erinnerte mich übrigens immer an Tom Hulce in Mozart. Hat.
der auch immer so albern war und so rumrannte und unsere Erwartungen unterlaufen hat. Ich war auch etwas erschrocken, für mich ist Eisenstein auch so ein Denkmal. Also das wird da richtig demontiert, das hat mir Spaß gemacht. Was mich sehr irritiert hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, war, dass der Film völlig unideologisch ist. Es war von Stalin immer die Rede, aber dass er doch diese großen Meisterwerke der Oktoberrevolution geschaffen hat, ob er das aus Überzeugung macht oder nicht, spielt gar keine Rolle im Film. Absolut. Also das wäre auch so meine grundsätzlich größte Frage bei dem ganzen Ding, dass ich mich frage. Also ich habe auch kein Problem damit, dass mal Eisenstein jetzt sagt, gerade wenn Greenaway kommt und sagt, und der sagt, der ja generell von seinen Filmen sagt, hier geht es nicht um Schauspielerei und Verstellung und die Kamera ist das, was den Film zerstört hat, immer irgendwann gesagt, so sinngemäß, muss man alles abschaffen. Dann darf man sich nicht wundern, wenn er den so als Clown zeigt. Mich hat das manchmal an Roberto Benigni erinnert, so, ne? Und mit den Haaren und okay, dann ist es alles clownesk. Aber um was geht's eigentlich? So, ein Mensch, der solche Filme gemacht hat und mit Verlaub, jeder Splitter von Eisenstein selber, der in diesem Film kurz zu sehen war, hatte für mich wesentlich mehr Wucht als der Rest, der drumherum war. Und das hat vielleicht auch mit der Unbedingtheit und der Notwendigkeit von Eisenstein selber zu tun, mit der er sich äußern wollte. Und diese Unbedingtheit ist für mich sonst nie anwesend. Ich verstehe nicht, wie steht er zu Gesellschaft, wie steht er zu Revolution? Das fällt ihm alles wahnsinnig leicht. Es gibt überhaupt gar keine Notsituation, aus der er sich heraus sexuell enthaltsam verhalten muss. Ich denke, Mensch, der könnte eigentlich alles, weil es kostet ihn so nichts. Und das habe ich grundsätzlich sehr vermisst und bis hin zu den Figurenzeichnungen von, was heißt Zeichnungen, die tauchen mal kurz auf, Abten Zinkler und Frida Kahlo, die als Karikaturen rüberkommen. Und richtig übel finde ich dann, wenn man die drei Bodyguards von ihm immer sieht. Das sind Mexikaner mit breiten Hüten und Patronengürtel und Gewehr. Also hätte das jemand anders gemacht, dann wäre der Rassismusvorwurf nicht nur im Raum. So. Also ich danke dir ganz herzlich für diese klaren Worte über diesen Film. Ich denke mir, dass Greenaway das ganz bewusst gemacht hat, einfach zu sagen, es ist der ideologischste Regisseur Russlands oder Sowjetunion und wir lassen das ihm alles mal weg und machen daraus eine riesig lustige, wie ich fand, übrigens unterhaltsame Nummer. Also man guckt das schon irgendwie ganz gern an. Auch sein Spiel mit der Ästhetik Eisensteins, diese Mehrfachbilder, diese Attraktionsmontage, das hat er ja alles in diesem Film mit drin. Greenaway kommt leider nicht. Wir haben die beiden Darsteller eingeladen. Vielleicht kommen sie in den nächsten Tagen noch. Ich weiß aber nicht, ob ich dann so deutliche Worte finden würde und nach dem Ding... Stell doch mal die Fragen. Nach den Dingen fragen würde, die wir doch jetzt hier ziemlich klar benannt haben, weiß ich nicht, kann ich nicht versprechen. Aber was ich rauskriegen will, ist, es wird auch Norm Kleemann zu uns kommen. Norm Kleemann ist der frühere Leiter des Moskauer Filmmuseums, der beste Eisenstein-Kenner überhaupt. Denn diesen Film, den er da gedreht hat, Eisenstein, den gibt es ja. Der ist ja da, den kann man auch gucken, nämlich Viva Mexico. Das ist eine es ist ein Fragment gewesen, ja. Was, glaube ich, aber auch erst Ende der 70er oder so dann irgendwie veröffentlicht wurde. Genau. Und dieser Anspruch, wirklich eine geradezu anthropologische Sicht dieses Landes zu machen, in mehreren Kapiteln, das zu archivieren, zu beschreiben, wie die Menschen leben. All das, dieses Interesse am Leben und nicht nur das Interesse an sich selber, das fehlte mir im Film und das hat mich dann irgendwann auch gelangweilt. Eine Sicht auf das Genie aus der Perspektive des Unterleibs. Sie können diesen Film noch mehrfach sehen. Eisenstein in Guanajuato und zwar morgen um 12 Uhr im Friedrichstadtpalast, 13 Uhr Zoopalast, 18 Uhr nochmal im Friedrichstadtpalast oder Publikumstag 21.15 Uhr Friedrichstadtpalast, der neue Film von Peter Greenaway. Vielen Dank für diese erste Kritik.